Kennst du das auch? Du triffst einen Mann, der dir sagt, dass er dich liebt und alles tut, um dich zu bekommen. Und von heute auf morgen ist er ohne Grund verschwunden oder liebt dich nicht mehr, ist distanziert und will nicht mehr mit dir schlafen, dich küssen, deine Nähe spüren. Das hat oft Gründe, die Männer leider kaum aussprechen. Laut einer Umfrage waren sich die Männer in 3 Punkten sehr einig. Hier sind diese 3 Gründe, warum Männer sich plötzlich anders verhalten, sich zurückziehen oder nicht mehr mit dir schlafen wollen. An erster Stelle Push-Ups. Für Männer ist dies Betrug, denn die nackte Wahrheit sieht anders aus als das, was der Mann erwartet hatte. Zweitens stellt auch das Verstecken von Fettstellen mit bestimmter Kleidung einen Betrug dar. Ein dritter Betrug ist das Schminken, um die Haut schöner aussehen zu lassen. Nach dem Knutschen, dem Sex oder am Morgen danach sieht der Mann etwas anderes. Die große Mehrheit der Männer, mit denen wir sprachen, sahen diese 3 Punkte als diejenigen, die sie bei einer Frau am meisten als abtörend empfanden. Viele nannten dies sogar Betrug. Fast alle dieser Männer behaupteten, dass sie damit kein Problem hätten, wenn der Busen einer Frau klein ist oder hängt. Genauso hätten sie nichts gegen ein bisschen weibliches Fett an Frauen. Deswegen verstehen sie nicht, warum Frauen versuchen, Dinge zu vertuschen, die gar kein Problem sind. Erst das Vertuschen an sich macht dann die Männer aufmerksam. Weitere Dinge, die Männer abtörend finden. Frauen mit Minderwertigkeitskomplexen. Mannsweiber hassen Männer am meisten. Mit Mannsweib ist eine Frau gemeint, die sich wie ein Mann anzieht, verhält und redet. Unsauberkeit. Frauen, die nicht sauber sind und zum Beispiel riechen. Frauen, die zu einem Treffen mit einem Mann ungeduscht kommen und untenrum und unter den Achseln riechen. Frauen, die im Bett wie ein Brett liegen und inaktiv sind. Wenn ihr weitere Dinge wissen wollt, die Männer bei einer Frau abtören oder auch, was Frauen bei Männern abtören oder wie man erkennt, dass er oder sie einen Orgasmus vortäuschen, dass der Sex ihm keinen Spaß macht oder ihr keinen Spaß macht und vieles mehr, dann schaut hier rein. Ich lese deine Gedanken und deine Körpersprache. Gesten, Worte, Gefühle, die dich verraten. Von Danze Danze.